So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. So war ihm Gott helfe. Barack Obama ist 44. US-Präsident und zum ersten Mal wendet er sich an sein Volk, um den Amerikanern Mut zu machen. An diesem Tag sind wir hier, weil wir die Hoffnung statt Furcht gewählt haben. Einigkeit in unseren Zielen anstelle von Konflikt und Zwietracht. Heute sage ich Ihnen, dass die Herausforderungen, die vor uns liegen, real sind. Sie sind ernst und es gibt viele. Sie werden nicht leicht oder kurzfristig zu meistern sein. Aber wisse, Amerika, sie werden gemeistert werden. US-Truppen sind im Irak und in Afghanistan und ihr neuer Chef Obama verspricht sowohl einen Wandel als auch Entschlossenheit. An die muslimische Welt. Wir suchen einen neuen Weg nach vorn, basierend auf gegenseitigem Interesse und gegenseitigem Respekt. Und für all jene, die ihre Ziele durch Terror und das Abschlachten Unschuldiger vorantreiben wollen, wir sagen euch jetzt, dass unser Geist stärker ist und sich nicht brechen lässt. Ihr könnt uns nicht überdauern und wir werden euch besiegen. Obama begleitet seinen Vorgänger zum Hubschrauber. Dann fliegt George W. Bush als einfacher Bürger nach Texas, verabschiedet von Obama und Vizepräsident Joe Biden sowie ihren Frauen. Das neue Staatsoberhaupt tritt seinen Job als Oberbefehlshaber der Truppen an. Dann geht es im Triumphzug zum Weißen Haus. Die 2,5 Kilometer absolvieren die Obamas teils auch zu Fuß, sehr zur Freude ihrer Anhänger. Nach einigen Stunden Tanzen macht sich Obama dann an die ersten der vielen schwierigen Aufgaben, die auf den US-Präsidenten warten.